Hallo, mein Name ist Michael Blömecke von autotipp.de. Heute zeige ich euch, wie man in Basecamp auf einfache Art und Weise eine Adresse findet. Als erstes brauchen wir eine Karte, die Adressdaten enthält. Zum Beispiel eine City Navigator von Europa. Als nächstes klicken wir auf Bearbeiten und wählen Suchen. Alternativ können wir die Tastenkombination Steuerung und F drücken. Zuerst muss Basecamp die Suchfunktion initialisieren. Danach erscheint über der Karte die Suchleiste mit drei Eingabefeldern. Das erste ist ein Auswahlfeld. Hier können wir alle POIs suchen, Adressen, Städte, Geocaches. Darunter finden wir eine Auswahl von Unterkategorien von POIs. Um eine Adresse zu finden, wählen wir Adresse. Im nächsten Feld klicken wir drauf und überschreiben den Text mit der gewünschten Stadt. Einen Moment später bringt Basecamp eine Auswahl von Städten. Ich wähle jetzt hier die untere, die mir am geeignetsten erscheint. Als nächstes kann man in dem dritten Feld den Straßennamen eingeben. Und die Suche starten. Leider findet Basecamp auf diese Weise noch nichts. Das liegt daran, dass die Rüpporer Straße mit einem Leerzeichen geschrieben wird. Wenn das geändert ist, erscheint schon eine ganze Auswahl von Straße, Rüpporer Straße 2, 1 und so weiter an Auswahl. Klickt man mit der rechten Maustaste auf ein Ergebnis, erscheint eine Auswahl, Wegpunkt erstellen, auf Karte anzeigen oder drucken. Mit einem Klick auf Karte anzeigen, zoomt Basecamp zu dem Fund hin. Um jetzt da noch ein bisschen mehr zu sehen, klicke ich in die Karte und zoome da noch weiter rein, dass auch die untergeordneten Straßen angezeigt werden. Jetzt möchte ich aber die Hausnummer 9 finden, die hier nicht angezeigt wird. Dazu wähle ich die gleiche Schreibweise und tippe sie in das Straßensuchfeld ein. So, und schon haben wir hier die Rüpporer Straße 9. Jetzt möchte ich da einen Wegpunkt machen, damit ich das immer schön schnell finde. Ich klicke wieder mit rechts auf das Suchergebnis, wähle Wegpunkt erstellen. Und Basecamp erstellt mir einen Wegpunkt. Ein Klick darauf und ich kann den Wegpunkt editieren, kann einen Namen eingeben, ein anderes Symbol wählen und weitere Daten wie Telefonnummer oder Postleitzahl einfügen. Straße, Ort und Bundesland, Provinz, in unserem Fall in Deutschland Landkreis, ist schon voreingetragen. So, wenn ich den Wegpunkt geschlossen habe, kann ich ihn verwenden, um eine Route dahin zu planen oder um ihn ins GPS zu laden. Ich hoffe, ich habe euch mit dieser Erklärung geholfen und wünsche euch viel Spaß mit eurer Navigation. Besuche basecamp-handbuch.de und hol dir dort dein eigenes Exemplar vom Basecamp Handbuch. Lerne mit dem Basecamp Handbuch, wie du einfach und problemlos Daten mit deinem GPS austauscht, wie du Wegpunkte erstellst und welche Einstellungen dazu nützlich sind, wie du einen Track oder eine Route erstellst, welche Grundeinstellungen in Basecamp die besten sind, wie dein GPS die Karten zweier Länder ohne Unterbrechung anzeigt und vieles mehr. Hol dir dein Exemplar vom Basecamp Handbuch jetzt. Klicke unten auf den Link oder gehe auf basecamp-handbuch.de.
Unter basecamp-handbuch.de kannst du auch eine kostenlose Leseprobe herunterladen.